Leute, habt ihr euch schon mal gefragt, warum es Tag und Nacht gibt? Ja, das ganz genau wollen wir uns heute anschauen. Ja, eigentlich habe ich das schon gelernt, aber mir ist es lieber, so kurze Videos anzuschauen, so wie 2,5 Minuten zum Beispiel geht das Video, was wir uns anschauen werden. Ja, wo die es einfach erklären. Ja, ich würde sagen, wir legen los. Also ja, ich bin sehr gespannt, wie die das erklären werden. Und ja, danke an den Support und euch nochmal jetzt ganz viel Spaß. Mit den Highlights, let's go! Warum gibt es Tag und Nacht? Wir sehen schon die Erde. Die Erde. Genau wie die anderen Planeten umkreist sie die Sonne. Ja, das sehen wir schon. Ohne die Sonne wäre Leben auf der Erde nicht möglich, denn sie liefert Wärme und Licht. Doch dieses Licht trifft nicht die ganze Erde gleichzeitig. Immer eine Hälfte der Erde befindet sich im Schatten, während die andere Hälfte beleuchtet wird. Weil sich die Erde um ihre eigene Achse dreht, wird es abwechselnd Tag und Nacht, und zwar genau im 24-Stunden-Rhythmus. Auf der Tagseite spendet die Sonne Licht und Wärme. Nachts, auf der sonnenabgewandten Seite, fehlt diese Energie. Daher kühlt es in den Abend- und Nachtstunden oft deutlich ab. Da die Erdachse um 23,5 Grad zur Sonne geneigt ist, sind die Tage je nach Ort und Jahreszeit unterschiedlich lang. Hier beispielsweise kurze Wintertage in Nordamerika. Im Winter ist die Nordhalbkugel von der Sonne abgewandt. Nördlich des Polarkreises ist es im Winter 24 Stunden lang dunkel. Währenddessen ist auf der Südhalbkugel Sommer. In der Antarktis scheint jetzt 24 Stunden lang die Sonne. Wir vergleichen den Sonnenstand im Juli mit dem im Januar. Am Äquator sind die Tage fast gleich lang, nämlich 12 Stunden. Näher bei den Polen ist das anders. Im Juli ist in Europa Sommer, das heißt lange Tage und kurze Nächte. Auf der südlichen Halbkugel ist es dagegen zur gleichen Zeit Winter. Im Januar ist auf der Nordhalbkugel Winter, das heißt kurze Tage und lange Nächte. Okay. Ich habe alles verstanden. So viel dazu. Jetzt wisst ihr, warum es Tag und Nacht gibt. Ja, das war wirklich einfach erklärt. Ja, ich habe jetzt alles verstanden. Also, ja, jetzt wisst ihr, warum es Tag und Nacht gibt auf jeden Fall. Ja, ich weiß es jetzt ganz genau auch. Ja, in die Schule haben wir es auch mal angeschaut, aber nicht das Video. Der hat es ein bisschen schwerer erklärt, aber das war wirklich sehr, sehr easy zu verstehen auf jeden Fall. Also, ja, jetzt weiß ich alles auf jeden Fall. Also, ja, euch noch einen schönen Tag. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lässt. Ja, würde mich riesig freuen. Ja, und wenn ihr in Zukunft keine solche Videos verpassen wollt oder halt keine Streams verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, euch noch einen schönen Tag und ciao.